Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir basteln heute kleine süße Pullover für deinen Weihnachtsbaum. Sie sind übrigens auch optimal als Geschenk geeignet. Wir starten mit einer größeren Menge Fimo, forme dir eine große Kugel und rolle sie dann glatt aus. Achte darauf, dass es dir beim Ausrollen nicht zu dünn wird. Sie sollten trotzdem eine gewisse Stabilität haben und nicht sofort brechen. Weiß ist etwas empfindlich und ich habe hier ein paar Staubkörner drauf, darum mache ich es sauber mit einem Feuchttuch und los geht's schon mit dem Ausstechen. Wenn du jetzt gleich ein Loch in den Kragen machst, ersparst du dir später das Lochbohren. Mit den Fingern streiche ich am Ende die Kanten noch ein wenig glatt, damit es nicht zu fusselig ist, beim Metallerstechen fast kaum der Fall, aber trotzdem. Wenn du möchtest, kannst du die Oberfläche nun mit einem feinen Schleifpapier noch ein wenig glatt schleifen. Ja, und weil ich es mit geraden Linien nicht so habe, benötige ich ein Lineal und einen Bleistift. Wenn du es freihand schaffst, schreib mir in den Kommentaren. Für das Bemalen benötigen wir Acrylstifte. Ich verwende hier Marabu und Edding. Mit einem rosa Acrylstift von Marabu zeichnen wir nun die Linien nach. Für Akzente verwende ich Pastellgrün von Edding. Your smile keeps playing, your miles away, yeah. I would go for seas just like that. Ich mache hier nach jeder rosa Linie eine grüne Linie. Ich finde, das sieht einfach klasse aus. Du kannst natürlich die Farben verwenden, die du möchtest. Jetzt kommt unser Hauptakteur, Blau, Pastellblau von Edding. Mit dem male ich mir schon mal Punkte vor. Ich bin nicht so gut im Kreuzchen machen und abschätzen, ob der Abstand passt. Es klappte dann trotzdem nicht ganz so gut, aber ich habe mir Punkte vorgemalt und daraus dann ein Kreuz gemalt. Es folgt eine kleine Schreibübung wie in der Grundschule. Ho, 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 bis zum Umfallen. In Pastellblau von Edding. Und weil man in der Schule auch alles wiederholt hat, machen wir das Ganze jetzt gleich noch einmal. Ihr seht, die Schrift war ein bisschen durchsichtig, daher habe ich das Ganze jetzt nochmal nachgezogen und so sieht man es besser. Oben folgen schon kleine Sims-Icons, also ich habe hier die Rhombusform versucht zu malen, sieht eher aus wie ein Kreis. Und unten mache ich eine Art Herzform, sieht eher aus wie zwei Blätter, egal. Ja, und jetzt kommt auch schon ein blauer Kragen, ein Halbkreis. Und oben mache ich noch eine Linie, damit das Ganze ein bisschen niedlicher und besser im Übergang aussieht. So. Blau noch ein bisschen nachziehen, ne? Ja. Sieht schon viel besser aus. Jetzt kommt quasi die härteste Challenge. Nein, ich habe mich nicht an der Blindenschrift versucht, aber es sind jeweils ein Punkt und zwei Punkte oben und dann jeweils einer oder zwei Punkte unten. Und in der Mitte kommt dann ein rosa Punkt. Auch bei unseren Kreuzen kommt jetzt ein süßer rosa Punkt in die Mitte. Unsere kleinen Sims-Icons male ich jetzt mit ein wenig Pastellgrün aus, soweit es ging.
Unten fehlt uns jetzt noch ein guter Abschluss des Pullovers, so dieser geriffelte Look. Den erzielen wir, indem wir kleine Linien unten noch dran setzen in Pastellblau, quasi kleine Gitterstäbe. Das setze ich auch bei den Ärmeln fort. Beim nachfolgenden Après-Ski-Pullover dürfte ich mit der Stirn direkt am Tisch eingeschädelt sein, denn hier habe ich nur einen Teil mitgefilmt. Naja, egal. Also, wir schreiben uns groß Après-Ski direkt mittig auf den Pullover. Am besten machst du dir vorher wieder Linien und für den Kragen zwei Halbkreise und kleine Gitterstäbchen dazwischen. Unten machen wir uns einen dicken, fetten blauen Rand und unten kommen dann wieder unsere Gitterstäbchen für den geriffelten Look dran. Die Zwischenräume unseres geriffelten unteren Randes und des Kragens werden mit Rosa ausgefüllt, wie auch der Hintergrund von Après-Ski. Unser Après-Ski-Schriftzug wird nun mit Schwarz umrandet. Hier verwende ich einen schwarzen Marabu-Acrylstift. Der klappt ja so ganz gut. Ja, er ist mir beim ER ein bisschen ausgelaufen, aber ansonsten klappt es toll. Wir verteilen ein wenig UV-Resin auf dem ganzen Pullover. Achte darauf, dass du bis zum Rand verstreichst. Es sollte wirklich bis zum Rand gehen, ansonsten sieht man das am Ende. Und achte darauf, dass es nur der Rand ist und nicht darüber, ansonsten fließt es nach unten. Bisschen tricky, aber macht auch Spaß. Und wenn du damit fertig bist mit dem Verstreichen, kannst du deine UV-Lampe schnappen und das Ganze aushärten lassen. Ich würde dir die längste Zeit empfehlen, damit es auch wirklich, wirklich hart ist. Teilweise ist mir das UV-Resin nun ein wenig in meine vorgebohrten Löcher gekrochen. Das ist aber kein Problem. Schnapp dir einfach einen Handbohrer und mit diesem kannst du das Loch ganz einfach wieder durchbohren. Jetzt noch eine rosa Schnur mit Glöckchen dran und schon ist unser Anhänger fertig. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Spiral climb to the sun.